Wenn du willst, dass dieses Leben auf seinem höchsten Niveau funktioniert, ist Reinigung notwendig. Wenn du das zweimal im Monat tust und die regelmäßigen Übungen machst, was auch immer du machst, sorg das dafür, dass dein Körper sauber ist. Wenn also deine Chemie nicht sauber ist, dann ist es zunächst eine Frage des Unglücklichseins und später eine Frage von schlechter Gesundheit. Die fünf Aspekte von Inner Engineering, das ist ein einfacher Weg, um glückselig zu bleiben. Vor allem diejenigen unter euch, die nach spirituellem Wachstum streben, brauchen also einen guten Mechanismus. Ein guter Mechanismus bedeutet, dass die Reibung so gering wie möglich ist. Geringste Reibung, nichts hat sich angesammelt, alles ist sauber. Jetzt funktioniert das reibungslos und leicht. Was auch immer wir mit dem tun wollen, es wird einfach, das zu tun. Aber heute ist in vielerlei Hinsicht im Denken, Fühlen, sogar verbale Reinheit ist nicht vorhanden. Das nennt man Vakshuddhi. In diesem Land wurde sehr viel Bedeutung darauf gelegt, welche Art von Lauten du aussprichst und mit welchen Emotionen du sie aussprichst, damit du Dinge in deinem Leben manifestieren kannst. In dem Sinne, dass, wenn ich Blume sage, der Duft der Blume zu einer lebendigen Realität wird. Es wird tatsächlich passieren. Aber diejenigen von euch, die Scheiße, Scheiße sagen, ihr tut euch genau das an, das solltet ihr wissen. In deinem Verstand, in deinen Worten sind die Laute, die du äußerst und Klänge, die du hörst und was für eine Atmosphäre du für dich und alle anderen um dich herum erzeugst, all diese Dinge sind wichtig. Oh, was soll das alles? Niemand hat mir das gesagt. Welche Worte du aussprichst, welche Worte du hörst, Klänge, welche Art von Klängen du von dir gibst, das ist sehr wichtig. Wenn du sie richtig aussprichst, wie ich sagte, wenn du Blume sagst, sollte der Duft kommen. Denn Klang hat so viel Kraft, wenn du weißt, wie du ihn nutzen kannst. Schau, wenn du nur zur Arbeit gehen und wiederkommen willst, Arbeit bedeutet im Wesentlichen den Lebensunterhalt verdienen und wiederkommen, irgendwas. Dann kannst du mit irgendeinem kaputten Ding hinfahren und zurückkommen, oder du kannst mit dem Fahrrad fahren und zurückkommen. Jetzt willst du plötzlich auf eine Rennstrecke. Jetzt wird jeder Mikromillimeter der Maschine wieder und wieder und wieder untersucht, gereinigt und gereinigt. Genau so ist es. Wenn du willst, dass dieses Leben auf seinem höchsten Niveau funktioniert, dann muss alles, einfach alles, wie du sitzt, wie du stehst, wie du atmest, wie du gehst, Reinigung ist notwendig, sonst wird es nicht funktionieren. Wenn du Sadhana machst, ist es wichtig, dass du etwas isst, das nicht in dir stecken bleibt. Es muss weg. Wenn es eine Aufgabe erfüllt hat, darf kein Stückchen davon in dir verbleiben. Es muss heraus sein. Wie reinigst du dich also? Eine einfache Sache ist, dass mindestens zweimal im Monat ein Tag vergehen sollte. 24 Stunden müssen ohne jegliche Nahrungsaufnahme vergehen. Nur Wasser. Jeder hier, unsere Brahmacharis und viele andere hier, machen das an jedem Ekadashi-Tag. Das ist auch der beste Tag, um das zu tun. Und 24 Stunden, das heißt, heute Abend isst du und erst am nächsten Tag abends isst du. Du trinkst nur Wasser. Wenn du dich anfangs sehr müde fühlst oder was auch immer, nach einiger Zeit wird das in Ordnung sein. Wenn du genug Sadhana machst, wird das kein Problem sein. Andernfalls, wenn du dich müde fühlst, kannst du eine Zitrone auspressen. Vielleicht gibst du einen Löffel Honig dazu. Das wird dich in Schwung halten. Wenn du das zweimal im Monat tust und die regelmäßigen Übungen machst, was auch immer du machst, sorg das dafür, dass dein Körper sauber ist. Aber der einfachste Weg, um zur Sauberkeit zu gelangen, ist, sich in einem glückseligen Zustand zu befinden, zu sein. Hallo? Ich bitte dich nicht, etwas Schwieriges zu tun. Ich bitte dich, das Einfachste und Schönste zu tun, was es gibt. Das ist also ein einfacher Weg, denn es gibt, heute brauchen wir keine wissenschaftlichen Laborbeweise mehr. Aber heute gibt es auch laborwissenschaftliche Beweise dafür, dass, wenn du freudig bist, wenn du ein angenehmes Erleben hast, wie die Körperfunktionen ablaufen, auf welche Weise sie ablaufen, wie sie chemisch sehr sauber werden.
chemically it becomes very clean. Denn die menschliche Erfahrung ist in vielerlei Hinsicht in deiner Chemie begründet. Wenn also deine Chemie nicht sauber ist, wenn sie durch das, was du in dir erzeugst, verunreinigt wird, dann ist es zunächst eine Frage des Unglücklichseins. Später ist es eine Frage von schlechter Gesundheit und alle Arten von Leid geschehen, wenn du dich darum kümmerst. Wie kümmere ich mich darum, Sadhguru? Oh, Inner Engineering, verstehst du? Du dachtest jetzt, schau, es ist so. Du bist zuerst in die Schule gegangen und hast ABCD gelernt, okay? Rudimentäres Zeug, deine Kindergärtnerin. Aber dann wurdest du, was auch immer du wurdest, vom BSc, MSc zum PhD wurdest du. Das hört sich nach einer Sackgasse an, PhD. Du hast es also geschafft, und dann siehst du deine Kindergärtnerin an. Diese Frau sieht nach nichts aus. Sie weiß nichts, weißt du? ABC. Stell dir vor, du hast vergessen, was sie dir beigebracht hat, und dann machst du... Wie spricht man PhD dann aus? In unterschiedlichen Lebensabschnitten gibt es also unterschiedliche Dinge. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Grundlagen nicht verloren gehen. Inner Engineering. Mutter für die Welt. Hallo? Vergessen? Nein, Sadhguru, ich bin Samyama. Du hast also das ABC vergessen. Dann kein Doktortitel, nicht wahr? Das ist das Gleiche. Also die fünf Aspekte von Inner Engineering, wie du dir einen Crashkurs geben kannst. Wenn du es einmal am Tag brauchst, gib es einmal am Tag. Wenn du es zweimal brauchst, mach es zweimal. Wenn du 24 Male brauchst, mach es 24 Mal. Wenn du es 24.000 Mal brauchst, mach es 24.000 Mal. Erinnere dich an die fünf Grundsätze des Inner Engineering. Das ist ein einfacher Weg, um glückselig zu bleiben.